nicht jeden Zipfel und jede Brustwarze persönlich nehmen. Wie nimmst du das WGT mittlerweile wahr? Ist das relativ anstrengend? Es ist letzten Endes so anstrengend, wie man es macht. Das Ding ist, du hast deine Auftritte, aber du hast natürlich auch in der Stadt 200 Leute, die du treffen willst, ne? Das ist halt innerhalb der Zeit ein bisschen problematisch. Wenn du im Lauf von 3 Tagen irgendwie dich mit 40 Leuten verabredest und versuchst, jedem irgendwie gerecht zu werden, das ist so ein bisschen Twilight Zone. Es läuft jenseits der Realität, aber es ist halt eben auch nur einmal im Jahr so möglich, weil natürlich Leute von überall her kommen und die Stadt voll ist mit Leuten, die du von überall her kennst. Also insofern, die Arbeit ist das geringste Problem. Zumal die Lesung ja auch Spaß gemacht. Obwohl, gestern sind wieder alle bei mir eingeschlafen. Da habe ich auch schon ein Foto gepostet, so 200 schlafende Gruftis auf der Lesung. Dadurch habe ich wiederum ein gewisses Maß an Freizeit gewonnen, weil ich natürlich nach der halben Lesung gehen konnte. Schlafen die wegen dir ein oder schlafen die noch aus anderen Gründen ein? Ich hoffe nur die. Die schlafen wegen mir ein, weil ich ja kontinuierlich seit Jahren meinen Zenit auf dem WGT überschreite. Also manchmal ist eine Lesung da, die ist dann halt nicht ganz so voll, dann überschreite ich meinen Zenit. Am nächsten Tag ist die Lesung wieder übervoll und es müssen Leute nach Hause gehen, dann überschreite ich den Zenit wieder in eine andere Richtung. Ich bin, glaube ich, ein sehr versierter Zenitüberschreiter. Überschreite meinen Zenit aber am liebsten mit der schwarzen Szene zusammen. Wegen der ganzen Arbeit jetzt am WGT, wie ist das im Vergleich zu früher? Wie lange gehst du schon auf das Ganze und wie war die Szene für dich früher? Das sind diese heiklen Fragen. Ich muss dazu sagen, der Terminus Arbeit ist von mir vielleicht nicht ganz glücklich gewählt worden. Es macht mir auch noch Freude, was ich da tue. Insofern kannst du es nicht Arbeit nennen. Also interessanterweise bin ich rühme mich dessen auch regelmäßig und gerne, der einzige Künstler, der wirklich seit 15 Jahren jedes Jahr dabei gewesen ist. Und Lesungen sind halt wirklich immer voll und ich hoffe, das geht auch noch so weiter. Was die Szene angeht, das sind immer so Urteile. Es ist schwer, das zu fällen. Man hört ja sehr viel, es wird alles immer oberflächlicher, es wird alles immer kommerzieller. Fakt ist jedenfalls, dass eine Basis geboten wird, die sehr breit ist und sehr viele Möglichkeiten beinhaltet. Also es ist ja letzten Endes, Gruftis sind das toleranteste, intolerante Pack, das es gibt. Dementsprechend ist alles möglich in dieser Stadt und zu diesem Zeitpunkt. Und das ist ein Wert, dem kann man wenig entgegensetzen. Selbstverständlich machen H&M ihre Gothic-Pfadfinder-Designer-Uniform und jeder kann sich als Grufti verkleiden. Für einen Großteil der Leute ist es halt eben auch ein Fasching. Hinter den Klamotten steht nichts, aber verallgemeinern kann man es eben nicht. Das ist Vorteile, Nachteile. Es fällt mir schwer, darüber zu urteilen. Wenn man sich Leipzig anguckt, Leipzig hat sich an die Gruftis gewöhnt. Das Gewöhnen ist eine sehr positive Sache. Man steht dem nicht mehr mit Vorurteilen gegenüber. Das WF-Gotik-Treffen tut jedes Jahr mehr für die Fotokunst, weil nirgends sieht man mehr brave Familienväter mit Teleobjektiven als beim WGT, wo es für jeden Arsch einen Fotografen gibt. Und natürlich verdienen Leute halt eben auch dran. Ich habe gestern vorgeschlagen, man könnte ein vergnügtes Saufspielchen daraus machen, indem man einmal durch die Stadt geht und überall, wo eine Schaufensterpuppe mit einem billigen Gothic-Dirndl steht und daneben ein Regal mit schwarzen Ladenhütern, da trinkt man einen. Also wenn man durch die Stadt durch ist, ist man hagenstramm. Es hat alles seine Schattenseiten und seine Lichtseiten. Es ist aber etwas, das es in dieser Form nirgendwo anders gibt und das gilt sowohl für die guten Möglichkeiten als auch die schlechten Möglichkeiten. Über die Entwicklung der Szene wage ich nichts zu sagen, weil ich mich selbst der Peripherie der Szene angehörig fühle und mein Schwarz eher existenzialistisch, denn gotisch ist. Wenn du jetzt siehst, die Kommentare, die verlagern sich ja mittlerweile ins Social Web, also die Toleranzdiskussion ist ja nicht neu. Liest du die Kommentare eigentlich noch oder schaust du nur noch drüber und schüttelst den Kopf? Ja, selbst das Kopfschütteln ist mit sehr viel Energie verbunden, weil man sehr viel den Kopf schütteln muss an einigen Stellen. Und natürlich ist es, also allein die WF-Gotik-Treffen-Gruppe bei Facebook, es ist einfach so erstaunlich, wie Leute halt immer ihre Klamotten präsentieren und die anderen Leute fragen, ob sie gut aussehen. Diese Notwendigkeit, sich immer rückzuversichern, ist was sehr, sehr Bizarres. Es hat aber immer was mit Selbstbewusstsein zu tun. Die Szene ist ja auch dazu da, sich zu präsentieren. Was die Toleranz angeht, mache ich natürlich auch regelmäßig meine Erfahrungen. Wenn halt also ich habe letztens mal wieder viele Einzelheiten über mein Intimleben erfahren, von denen ich vorher nichts wusste. Also was ich alles bevorzuge und mit wem. Und ich habe gestaunt. Also ich weiß nicht, ob ich zwischendurch mal Filmrisse hatte oder sowas. Aber dieses Lästern zum Beispiel, das gehört ja auch immer dazu, weil sich kleine Gruppen nach außen hin abgrenzen müssen. Und dementsprechend, um sich besser zu fühlen, redet man halt schlecht über andere. Da sind Gruftis eben nicht besser als andere Leute schlussendlich. Wenn man das auf dem Schirm hat, das ist alles wirklich nur menschlich. Und es gibt natürlich, also selbst einen Vollpfosten kann man schwarz streichen.
am Ende des Tages. Das heißt, es gibt, wie in jeder Szene, gibt es halt Vollplinsen, dann gibt es andere Leute, dann gibt es gute Leute, dann gibt es schreckliche Leute. Das ist alles nur ein Spiegel des großen Ganzen, also dieses Pass pro Toto-Moment. Du hast jetzt erwähnt, du triffst ungefähr so 200 Leute jetzt am Tag. Summa summarum. Und du machst das alles mit dem Fahrrad, wie ich sehe. Ich dachte, 40 war die Zahl, die ich genannt habe. Die 200 Leute sitzen im Publikum. Was aber auch nur am Riverboat liegt, weil das halt kleiner ist als das Sinistar, was halt dieses Jahr weggefallen ist. 200 Leute würde ich selbst mit dem Fahrrad nicht schaffen, obwohl es ein großartiges, ein treues Fahrrad ist. Ich muss die Krähenfedern am Lenker mal wieder erneuern, weil dann geht das geschmeidiger durch den Wind. Nee, Leipzig mit Fahrrad ist halt sehr, sehr vorteilhaft. Also auch zu seiner eigenen Location mit dem Fahrrad kommen. Also gestern zum Beispiel in der Innenstadt ging ja eigentlich fast gar nichts. Es war so bumsvoll, unglaublich. Also auch vom heidnischen Dorf hat man nichts mehr gesehen, weil überall Leute waren. Die haben sich ja gestapelt. Was eben auch wieder einerseits gut, andererseits schlecht ist. Also wenn man das heidnische Dorf nicht sieht, geht ein bisschen Stimmung verloren, aber dafür funktioniert es und lohnt sich. Ich habe gehört von jemandem, der in der Lesung war, der es geschafft hat, dass dir Gewalt angedroht wurde vor der Lesung, wenn du was Bestimmtes nicht liest. Ja, ja, es gibt verschiedene Texte, die möchten Leute dann halt mal hören und ich stelle mich dann mitunter quer und wenn sie größer und stärker sind als ich, dann wissen sie, wie sie sich diese Texte wünschen können. Jetzt bist du doch relativ kräftig. Wie siehst du dann eigentlich körperliche Überlegenheit? Ich glaube, die hast du erwähnt. Ja, es geht immer größer und kräftiger. Es gibt tatsächlich bei den Leuten, die in meine Lesung kommen, Leute, die größer und kräftiger sind als ich. Bei mir ist das ja auch relative Muskelmasse. Also es ist ja, steht ja in einem Verhältnis zum Körpergewicht, muss man dazu sagen. Und es gibt Leute, die ähnlich viel wiegen wie ich, aber dann doch mehr Muskeln haben. Vor allem Frauen. Jetzt bist du in deinen Texten jemand, der auch sehr kritisch auf die Grufti-Szene eingeht. Und bist du eigentlich, siehst du dich als Schwarzmaler der Szene oder sowas? Bin ich das? Auf welche Texte spielst du da an? Auch zum Beispiel die Gestapo. Du erwähnst natürlich die schlimmen Worte. Diesjährige Gothic-Text, die Gothic-Glosse, trägt übrigens den Titel Das Besser-Goth-Dilemma oder We're spending most our lives living in a Gothic Paradise. Nein, ich glaube, ich versuche das Ganze wirklich nur realistisch zu betrachten und eben diesen Schleier, die Szene hält sich ja sehr schnell für eine bessere Szene. Wir sind intellektueller, wir sind feinsinniger, wir ziehen uns besser an, wir denken mehr nach, wir sind tiefsinniger. Und das stimmt halt im Endeffekt so nicht, weil selbst wenn man sich 3 Stunden zurecht macht und dann irgendwann abends besoffen in der Ecke liegt, ist es nur ein marginaler Unterschied. Also in der Glosse sage ich, während andere Alternativkulturen bei solchen Exzessen abends nur besoffene Idioten zu bieten haben, hat die Gothic-Szene ästhetisch ansprechende besoffene Idioten zu bieten. Auf solche Sachen weise ich lediglich liebevoll hin und die Tatsache, dass, also ich glaube, die Leute lachen dann auch nicht nur aus Höflichkeit. Ich versuche nur so ein paar Sachen mitunter zurechtzurücken. Es ist dann, also auch bei dem Fetisch-Ding dieses Jahr, es ist viel Wundervolles dabei, aber es ist eben auch viel Oberflächlichkeit dabei. Und das darf man durchaus mal erwähnen. Bis jetzt bin ich dafür noch nicht gelyncht worden. Wobei natürlich die Zeugen Patchoulis Texte sind, die sehr liebevoll sind, wo in keinem Moment das Wort Gestapo vorkommt. Was war denn der kreativste und was war der schlimmste Nebenjob? Woha, das wird jetzt verdammt intim. Ich habe tatsächlich bei Vitakraft gearbeitet zwischendurch. Das war, glaube ich, der kreativste. Wenn ich von jedem Papagei, den ich glücklich gemacht habe, einen Euro kriegen würde, ich müsste nicht mehr arbeiten. Das war spannend. Das größte Abenteuer war, glaube ich, irgendwelche verschimmelten Hamsterknabberstäbchen wegwerfen mit Mundschutz und sowas. Ja, und der anstrengendste Job war UPS. Da habe ich damals gejobbt und da wollte ich noch Theologie studieren. Und da haben sie mich über den Priester genannt. Haben mir gesagt, dem Priester kann es nicht böse sein, weil ich war natürlich ein absoluter Vollversager. Wenn das Fließband lief, ich habe die Hälfte von dem gekriegt, was für mich bestimmt war und die Leute hinter mir haben geflucht. Und dann hieß es immer, dem Priester kann es nicht böse sein. Hast du dich dann in der Studienzeit eigentlich schon als Taxifahrer abgefunden oder hast du das, was jetzt da ist, kommen sehen irgendwie? Ich habe ja letzten Endes beschlossen, kein Lehrer zu werden. Das war ja ursprünglich ein Lehramtsstudium, Kunst und Germanistik. Und ich wusste, dass letzten Endes mein Humor weder für die Schüler noch für mich gut ist. Also ich hatte halt 2 Unterrichtseinheiten hinter mich gebracht, war halt Oberstufe. Und mein Ziel war eigentlich, den Schülern zu vermitteln, dass Sprache der Stein der Weisen ist, dass man damit
letzten Endes Scheiße zu Gold machen kann, also dann Souveränität simulieren kann. Aber wenn man halt junge Menschen vor sich hat und selbst Sekundarstufe 2, ist es, glaube ich, kein guter Ansatz, ihnen ein zynisches Lebensmodell zu präsentieren. Dementsprechend habe ich in der Endphase meines Studiums schon sehr genau gewusst, was ich will und was ich werden will. Also ich habe de facto schon eigentlich mit 16 gewusst, dass ich vom Schreiben leben will. Hast du schon oft im Bekannten- oder im Familienkreis, im Verwandtenkreis, hörst du sicher den Spruch, erzähl doch mal was Lustiges? Nee, meine Mutter kann nicht viel anfangen mit dem, was ich mache beispielsweise. Und auch in meinem Bekanntenkreis, es tut nicht Not, was Lustiges zu erzählen. Ich kenne Leute, die kennen genügend lustige Sachen selbst und so. Es ist meistens eher etwas sehr konstruktive Gespräche. Gestern Abend hat sich das auch alles ein bisschen bizarrer entwickelt, als es geplant war. Eigentlich wollten wir gestern ein entspanntes Filmchen gucken und daraus ist dann ein geselliger Spieleabend geworden, der auch lustig war, ohne dass ich... De facto war ich einer der unlustigsten Leute des Abends. Haben die Leute Angst vor dir in Scrabble? Nein, ich bin in Scrabble überhaupt gar nicht so gut. Die Worte, die ich kenne, sind meistens zu lang. Okay, was ist denn dein momentanes Lieblingswort? Das ist eine gute Frage. Darüber muss ich tatsächlich kurz nachdenken. Ich verfasse ja regelmäßig Neologismen und Teilzeittoleranz war der letzte Neologismus, den ich da geprägt habe, der eben auch in Bezug auf die Szene gebraucht wurde. Ja, ja, diese Wortneuschöpfungen, das ist ja, glaube ich, machst du seit einem Jahr oder sowas? Also die Neologismen fand ich ganz gut. In Facebook machst du die seit einem Jahr oder so? Ja, ja. Also immer wenn mir irgendwas einfällt, was so im Gespräch, manchmal machen Leute halt auch wirklich so wundervolle Versprecher, wo man merkt, Moment mal, das macht Sinn. Ja, ich finde es auch sehr spannend, wenn Leute fragen, Mensch, gibt's die mal irgendwann als Buch? Aber bis jetzt habe ich da noch nicht das Bedürfnis, weil ich jetzt gerade meinen neuen Roman fertig habe, der halt ungleich wichtiger ist. Für den wir an dieser Stelle aber keine Werbung machen wollen, sonst sieht das ja so aus, als hätten wir das ganze Gespräch nur geführt, damit ich jetzt meinen neuen Roman anführen kann. Also vergessen wir meinen neuen Roman ganz schnell wieder. Kommt hier gerade die Straßenbahn, das hört man auch nicht. Sehr schön, sehr schön. Genau, Teilzeittoleranz, wie ist denn das entstanden? Teilzeittoleranz ist im Rahmen der neuen Grufti-Glosse entstanden, weil es einfach darum geht, also es gibt diesen Satz, in der Szene wird Toleranz großgeschrieben und dann entschieden, aber zumindest schwarz durchgestrichen. Und diese Form der Teilzeittoleranz lässt sich allein sehr schwer praktizieren, darum finden Grufti sich dann in Grüppchen zusammen, um das gemeinsam zu praktizieren. Die Teilzeittoleranz ist ja ein sehr angenehmes Wort, weil wenn man realistisch das betrachtet, sind Menschen in der Regel teilzeittolerant. Man toleriert halt nur, wenn die Kapazitäten dafür da sind. Also wenn mir jemand nicht wirklich persönlich auf die Füße tritt, kann ich ihn tolerieren. Und interessant wird Toleranz aber in dem Moment, wo es stattfindet, wenn mir jemand auf die Füße tritt und mein persönliches Komfortzonending bedroht ist. Dementsprechend ist Teilzeittoleranz ein realistisches Wort für das meiste, was als Toleranz geübt wird, denke ich.